Egal, Kryptowelle. Ich habe ja gesagt, solange ich die Krypto-Attacke noch drauf habe, weiter geht's damit. Setze ich sie auch ein. Und das Perlu hat eine assige Verteidigung. Ratzum! Ich spuck dich an mit einer langsamen Welle. Slow-Motion-Attacke. Und das zieht episch viel Schaden. Danke, setz auch noch Härtner ein, Krebskorps. Als wenn du noch nicht genug Verteidigung hättest. Autsch! Oh Gott, tut das weh! Ah! Oh, Schmerzen! Nachtara wurde geschnappt, das heißt, ich bekomme jetzt Dauerschaden? I think so, but I don't really know. That's because I kill this Krebskorps. Bah. Mir ist gerade ein bisschen der Redestoff ausgegangen. Warum nur? Kreuzaugen, stirb! Langes Schweigen. Will ich noch was erzählen? Du. Ich hasse das, wenn mir so gerade so ein, wie heißt das? Sprachblackout, ja. Nicht gut. Nicht gut. Ich hasse sowas. Kontramodus. Okay, Sprachstoff kommt wieder. Alter, hau dich nicht selbst. Habt ihr es gerade gesehen? Das Viech ist zurück. Seemops ist zurückgerollt und. Oh, herrlich. Oh, diese runde Kugel. Am liebsten würde ich ihm einen Ewigstein geben oder immer bei der Entwicklung B drücken, damit das Viech sich niemals entwickelt, weil es ist eine runde Kugel. Das ist die Fleischball of Doom. Mal sehen, gleich, was für einen schönen Namen ich denen gebe. Ich werde auch einige meiner Pokémon betiteln mit ja, netten Namen von meinen Bekannten und so und anderen Let's Playern, um so ein bisschen Werbung zu machen. Für die Leute, die ich episch finde. Und das ist schlecht, ich muss nur Zelda über eine Sicherheitslücke im Kenntnis setzen. Ja, schön. Lauf weg aus in die Richtung, aus der ich kam. Vielleicht habe ich ja Freunde mitgebracht, die dich jetzt zusammenschlagen. Okay, hier fehlt mir eine ID-Karte. Hundus, das ist bereit für die Kryptoerlösung. Scheiß drauf! Nicht jetzt! Alter! Stress nicht. Wow. Kein Herumgerenne auf dem Gang. Oh Gott. Ich mache gerade schon wieder so ein Praktikum im Kindergarten und da kommt der Satz von einer Erzieherin auch ständig zu den Kindern. Kein Herumgerenne auf dem Gang! Ich mobb euch! Nein, also nicht so. Nicht so. Nein. Kommt jetzt nicht auf falsche Gedanken, aber. Ich kenne diesen Satz. Zur Genüge, ich mag ihn nicht. Und Fleischmobs auf Doom ist. Schade, der Name passt nicht, ist zu lang. Fleischklops auf Doom ist immer noch im Kontramodus. Im Epic-Immo-Modus! Selbstverletzen! Ah! Ritzen, schlagen! Das letzte Wort sage ich jetzt nicht. Ist ja noch einigermaßen jugendfrei bisher, das Let's Play. Und oh, ich freue mich so ein bisschen, dass ich gerade wieder aufnehmen kann, weil ich mag Pokémon, ich spiele dieses Spiel gerne. Dodo setzt Schnabel ein und das tut doppelt weh, weil du verfickte zwei Schnäbel hast. Ladadadada. Weißt du was? Du magst verfickte zwei Schnäbel haben, aber mein Nachtara hat ein ganzes Gebiss, also fick dich. Und wenn du das überlebst, dann wirst du von meinem Fleischklops of Doom immer konkret Wasser ins Gesicht gespuckt bekommen. Aber du spackst auch so ab. Gute Entscheidung. Sonst wäre mein Nachtara noch weiter auf dich drauf gegangen. Ich weiß nicht, ich hatte mein Nachtara ein bisschen trainiert auf der Befürchtung, dass die Leute hier stärker sind. Weil. Kryptolabor, hallo? Da kann man doch mal erwarten, dass da irgend so Leute sind, die was drauf haben, aber nein, bisher noch nicht. Und du, Typ. Ja? Er labert lustige Sachen. Er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet und. Oh mein Gott, er hat mich entdeckt. Ich stehe zwei Meter, einem halben Meter hinter ihm. Mano! Alter, deine Mutter hat dich auch gehasst, oder? Alter. Du hast zwar lustige Pokémon, aber deine Mutter hat dich echt gehasst mit dem Namen. Hallo, der heißt Mano. Hat er irgendwelche Probleme? Egal,
Ich sag schon wieder Beißen Lilip und Kryptowelle auf Anorith. Ich brauche auch immer noch viel zu lange für die Kämpfe. Naja, ich bin ja noch nicht so lange Let's Player und ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich noch so kleine Anfängerfehler mache, obwohl ich schon einige, ich glaube, 2-3 Monate schon dabei bin, aber ich brauche halt ein bisschen, um mich einzustellen. Ich spuck die gegnerischen Pokémon mit dunkler Materie an, was sie nicht umbringt, weil sie assige Verteidigung haben. Säure. Mann, habe ich Angst. Leute, ich weiß, mein Nachtare ist ein paar Level über dir, aber trotzdem, guckt euch das an. Ich bin in einem Kryptolabor, ja, das sagt ja schon vieles. Es ist ein Labor für Krypto-Pokémon, wo Krypto-Pokémon entstehen und so ein Scheiß. Und wo sie forschen. Da könnte man doch erwarten, dass die ordentliche Pokémon haben, die wenigstens, die nicht mal unbedingt ein hohes Level haben müssen, aber wenigstens ordentlich Attacken drauf haben und nicht so ein Scheiß wie Säure. Ja, du stirbst zurecht, Lilip. Punching Ball kippt um. Verdammt, der Vergleich kam ein bisschen zu spät. Egal, Nachtara, Level up. Ha, gute Werte, gute Werte. Schalalala. Ich hab Mano besiegt. Der geht jetzt bestimmt in die Ecke, ruft seine Mutter an. Warum hast du mir so einen scheiß Namen gegeben, Mama? Boah, ey. Der Typ macht mich gerade so ein bisschen aggressiv. Ja, hau ab. Wie? Nee, ne? Ja, okay, Seemoppel ist bereit für die Erlösung. Warum stehst du da noch? Ja, klar, er will seine Forschung fortsetzen. Hallo? Ich bin, der Held und müsste ihn eigentlich davon abhalten, weil böses Kryptolabor. Aber nein, ich lasse ihn einfach weiterforschen. Hallo Naomi. Gegen Naomi kann ich nichts sagen. Den Namen finde ich noch quite in Ordnung. Die Pokémon sind auch nicht übel. Doch, die sind in Ordnung. Aber immer noch keine Kryptos dabei. Ist jetzt schon der dritte Kampf und keine Kryptos. Quiggle wird, nee, Choupé wird gebissen, weil das ein Geist-Pokémon ist, meine ich. Und Kryptowelle immer schön einsetzen. Choupette. Hau ab. Ich mag dich nicht, ich nehme dich nicht ernst. Du bist ein rumschwebendes Laken. Weberrock. Aura-Scan aktiviert. It's over 900. Also, nee, gar nicht wahr. Welches Level ist das, Viech? Ich muss mal gucken, also. Weberrock ist auch nicht doll ernst zu nehmen. Nicht mal als Krypto-Pokémon. Nein, nein, nein. Ich muss mal auf sein Level gucken. Ich will wissen, welches Level das Viech ist. Okay. It's over 14! Ich liebe diesen Aura-Scanner an meinem Auge. Der erinnert mich so hammergenial an Dragon Ball. Will ich das Weberrock haben? Ich tackle das mal und vielleicht lässt es sich fangen, vielleicht auch nicht. Und das Quiekel wird angerotzt. Weil ich glaube, es ist ein Bodentyp, da ist Wasser ganz effektiv. Ja doch, das Weberrock fange ich mir der Komplettheit halber, weil ich glaube nicht, dass sich das doll wehren wird. Was spackt mein Computer rum? Nein, ich will Nero nicht. Okay, Moment. Nein, ich will Nero nicht aktualisieren. Geh weg. Ja, erinnere mich nochmal. Spast. Oh, ich habe gerade nicht hingeguckt. Was ist... Hey! Ich habe Nero nicht geöffnet, du... Ich liebe meinen PC. Ja. Oh Gott, was habe ich getan? Ich muss mal ganz kurz checken, ob meine Aufnahme noch läuft. Ich schneide einmal kurz an dieser Stelle. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Alles läuft noch. Keine Panik. Alles gut. Hust, hust. Das ist ein Weberrock. Und das wird einmal verfolgt. Weil Nachtara eine Stalker-Katze ist. Und was ist Lebensschelle? Ich mach's einfach mal. Ich glaube, es senkt die Genauigkeit. Also, ich hatte ja schon angekündigt, ich werde mir nicht jedes Krypto-Pokémon fangen. Und Weberrock wird hundertprozentig nicht in mein Team aufgenommen werden. Weil
Weberak ist... Nee, Weberak kann nix. Und die Weiterentwicklung von Weberak beherrscht zwar starke Geistattacken, ist aber selbst kein Geist-Pokémon, was ich unlogisch finde. Und ich stehe sowieso nicht so auf Käfer-Pokémon. Auf Käfer an sich, die finde ich ganz toll, aber Käfer-Pokémon... Nee, nicht mein Element.